Das ist kein erlaubter Zug. Eine europäische Variante. Arocco. Interessant, aber unehrenhaft, wenn du nach anderen Regeln spielst als dein Gegner. Das mögt ihr anders sehen, wenn ihr Sultan seid. Soll ich ihn zurücknehmen? Süleyman, ich weiß, es war sehr hart für dich. Mein ewiger Streit mit deinem Vater um Bayezids Thron. Großvater hat euch erwählt und sein Wort ist Gesetz. Daran gibt es nichts zu deuten. Euer Vater und ich standen uns einst nah. Aber seine Grausamkeit und sein Ehrgeiz haben... Ich kenne die Gerüchte, Onkel. Nun, ich treffe mich bald mit dem Visieren. Sollen wir ein anderes Mal weiterspielen? Wann immer ihr wollt. Ezio. Tarik verkauft Musketen an einen örtlichen Schurken. Manuel Palaiologos. Palaiologos. Traurige Geschichte. Der letzte byzantinische Kaiser war Konstantin Palaiologos. Falls sein Erbe eine Art Miliz bewaffnet, wird der Konflikt eskalieren. Tarik weiß, wohin die Musketenlieferung geht. Wenn ich ihn ausfindig mache, kann ich den Waffen folgen bis zu den Byzantinern. Er ist wohl bei seinen Janitscharen in den Baracken. Wollt ihr euch ihnen nähern, müsst ihr einer der ihren sein. Kein Problem. Güzel. Besorgt euch die Information? Dann tötet ihn. Seid ihr sicher? Ihr sagtet, Tarik und euer Vater seien gute Freunde, Süleyman. Das ist wahr, aber ein solcher Verrat an meinem Großvater verdient den Tod. Verstanden. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Assassin's Creed und zwar haben wir hier schon die nächste Mission. Ezio möchte von Tarik den Standort der Templerarmee erfahren. Beschaffen Sie sich eine Verkleidung als Janitschar, um in seine Nähe zu kommen. Und für volle Synchronität einen Gegner aus einem Versteck heraus eliminieren. Das tun wir natürlich akzeptieren. Und versuchen uns eine Verkleidung zu beschaffen. So, jetzt gehen wir mal auf die Suche. Und zwar einen isolierten Janitscharen finden. So, jetzt kann ich hier mit dem Seil rüber. Aber das klappt nicht irgendwie. Aber ich bin dafür auch immer so zu blöd dafür. Kriegt das auch irgendwie gar nicht richtig hin. Komm, ich gehe einfach hier über die Leine. Das ist vielleicht besser. So, es wird unter rechts in der Karte angezeigt. Dann gehen wir hier hoch, zack. So. Okay, dann gehen wir hier rüber. Oh, vielleicht komme ich jetzt hier. Kann ich das jetzt nehmen? Jawohl. Wenigstens ein Seil, wo geht. Weil wenn ich den Haken ja habe, dann kann ich ihn ja natürlich auch nutzen. Ist ja eigentlich dafür da. So. Aha, wir sind schon auf der rechten Karte. Hier unten müssten welche sein. Jetzt pass mal auf. Da habe ich das Goldene. Okay, der schuckt ein. So, das ist der da, Hanne. Oh, der wird von so einem Zivilist da geschuckt. Perfekt. Muss ich hier runter. So, zack, jetzt bin ich hier unten. Das ist ja eigentlich der, wo ich töten muss. Dann gehe ich hier mal die Treppe hoch. Ich weiß jetzt bloß nicht, kann ich den jetzt so töten? Oder brauche ich da jetzt noch eine Ablenkung für die andere? Jetzt nehme ich die mal mit. Weil schade kann es auf jeden Fall nicht. Wenn ich die nicht brauche, dann brauche ich die halt nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Guter Gott. Noch
meine arme Seele schwebt zu Christus. So, wenn ich jetzt die Klinge reinsetze. Nee, jetzt lass ihn erstmal vorbeilaufen. Okay. Was zum. Wann hört das Morden endlich auf? Ich weiß jetzt nicht, soll ich ihn jetzt gleich töten oder erst, wenn er hier unten ist? Wir leben in dunklen Zeiten. Das sind halt überall Wachen. Das ist ganz klar. Aber im Notfall muss ich halt einfach kämpfen. Jetzt hole ich die dann nochmal an. Ja. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Gut, der geht jetzt weg. So, und jetzt müsste ich ihn hier töten können. Weil Wache sind jetzt so groß, keine mehr da. Zack. Die Leiche in einen Heuhaufen verstecken, ohne bemerkt zu werden. Okay, das heißt, ich muss ihn jetzt tragen. Furchtbares Schicksal. Ruhe. Jetzt habe ich ihn erstmal geplündert. So, jetzt trage ich den. Und zwar da, wo ich gerade drin war. Oh, die zwei Wochen hier machen auch nichts. Jetzt trage ich ihn aber mal ganz langsam. Die soll ruhig nach vorne weitergehen. Dann kann ich ihn nämlich da in den Wagen reinlegen. Zack, perfekt. So, wir haben unsere Verkleidung haben wir jetzt. Und jetzt geht's weiter. Folgen Sie den Janitscharen in ihr Lager und finden Sie Tarik. Um herauszufinden, wo er die von Manuel gekauften Waffen bringen ließ. Seien Sie vorsichtig, Ihre Verkleidung ist nicht perfekt. Bevolle Synchronität Tarik mit einem Luftattentat eliminieren. Das klingt ja spannend. Das tun wir auch akzeptieren und legen gleich los. So, wir müssen jetzt einfach denen folgen. Selim versteht unsere Lage. Oh. Die Byzantiner, die Mamluken, die Safaviden. Nur er hat den Mut, sich diesen Gefahren zu stellen. Ist so volle Synchronität gescheitert. Aklisin, Selim ist ein Krieger. Okay, aber ich bin immer noch... Ich weiß, das ist ganz komisch, wie die laufen. Ich komme gar Warum nicht so wirklich in das, wie soll ich sagen, in das Versteck von den Leuten. Jetzt muss ich hier auch zugucken, wie es die machen, so dass die kein Verdacht schöpfen. Aber bis jetzt sieht es ja schon mal sehr, sehr gut aus. So, was ist jetzt hier los? Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht! Möge Gott euch schützen. Jetzt muss ich den verprügeln, oder wie? So, zack. 1, 2, 3, 4, 5, zack. Perfekt. Und tot ist er. Jetzt muss ich wieder zudehnen. Und jetzt einfach wieder ganz normal mit den mitlaufen, weiterlaufen. Verzieh dich, nerviges Ungeziefer. Genau, verzieht euch. Salamun alaikum, edler Herr. Warum bleibt Ahmed hier in der Stadt? Er weiß, er eigentlich ist nicht erwischt. Ist man ja nicht so unfreundlich, aber die sind es halt irgendwie. Er ist wie eine Motte, die ums offene Feuer flattert. Ich muss jetzt immer bloß gucken, dass ich denne deine Folge kann. Weil sonst fliege ich noch irgendwann auf und das wäre dann gar schon nicht gehört, so gut. Er bot Tarik ein Bestechungsgeld für unsere Loyalität. Oh, da vorne sind Wache. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, Gott, ob ich durchkomme. Kardeshlerim, einer von uns wurde vor kurzem ermordet und seiner Kleider beraubt aufgefunden. Seine Leiche entsorgt wie ein Haufen Unrat. Behaltet die Straßen also besonders aufmerksam im Auge. Jemand will in unserem Namen zuschlagen. Wir müssen bereit sein. Ja, gar kein Problem. Aber vom Sehen. Ich bin jetzt drin. Wohl ein bemerkenswerter Knabe. So. Jetzt bin ich mal im Zelt zum Verstecken. Kein Knabe. Er ist ein junger Mann. Ich habe jetzt rechts unten auf der Karte sieht man so ein Ziel. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier einmal komplett durchs Lager durch. Nach seinem Vater? Aber da meine Verkleidung nicht perfekt ist, er ist eine ganz andere Persönlichkeit. Kann ich ja jetzt da nicht einfach durchlaufen.
Das wird man dann erkennen. Jetzt muss ich mal gucken. Doch, links kommen die wieder. So, dann tauche ich bei denen unter. Was Neues aus dem Norden? Probiere ich mal, ob ich mit denen weiterlaufen kann. Sie zog sich nach Warner zurück. Wohl unter schweren Verlusten. Bloß in dem Unterschlupf bleiben von denen. Jawohl, das ist perfekt. Hier durch. Ich bete für eine schnelle Lösung. Ja, aber in welche Richtung? So, lauft ihr hin. Okay, hier. Dann gehe ich hier wieder in das Zelt rein. Mein Herz gehört unserem Sultan. So. Aber mein Verstand setzt auf Selim. Aber die geht ja jetzt wieder zurück und ich muss ja da weiter, trotzdem weiter. Was? Jetzt bin ich gespannt, ich weiß nicht, was der jetzt hier macht. Was macht dein Bruder? Habt ihr gesehen, wie sie diese Diener ausgepeitscht haben? Kommt. Wenn ich den jetzt hier reinzehr und töte, zack. Perfekt, so, dann ist der schon mal weg. Weil mit einem Einzelnen kann ich einfach nichts anfangen. Wo geht das? Jawohl, das funktioniert. Da hat jetzt keiner Verdacht geschöpft. So. Hier links könnte ich vielleicht gleich hoch. Weiß bloß nicht, ob die andere mich dann erkennt oder nicht. Soll ich den da jetzt erst noch töten und reinziehen? Was soll ich den leben lassen? Das ist jetzt nämlich die Frage. Aber normalerweise sollte ich den halt töten. Zack. Sonst läuft er nämlich da noch herum und ich will da hochklettern und er sieht mich. So, jetzt tauche ich hier unter. Ja, das müsste normalerweise müsste funktionieren. Wenn ich jetzt hier hochgehe. Und dass die anderen keinen Verdacht schöpfen, das war krass, weil ich habe echt gedacht, die erkennen das dann, aber gar nichts. Mal hier noch kurz plündern. So. Mal so zum mal ein bisschen Überblick bekommen. Okay, hier sind auf jeden Fall viele. Aber ich muss jetzt da runter zu der Markierung. Ist nur die Frage, wie komme ich da jetzt runter, ohne dass die mich erkennen? Und wie komme ich zu der Markierung, dass die mich nicht erkennen? Das ist nämlich eine gute Frage. Da links wären Kisten. Ist das Ding auf ihrem Gesicht wieder diese Ausflüsse waren sehr der läuft immer nur da hin und her. Okay. Das ist jetzt eine gute Frage. Weil so ein Heuhaufe steht da auch nicht, dass ich da reinspringen kann. Aber vielleicht kann ich hier in den Tümpel da, also in das... Oje, wie nennt man das? Jetzt weiß ich nicht, wie man es nennt. In die große Öffnung da unter. Dass ich da irgendwie reinspringen kann. Weil sonst... Wenn ich nämlich jetzt so runtergehe, dann erkennt sie mich nämlich ja natürlich auch. Okay. Der eine Chef. Ja, okay, passt. Tariq, eine Botschaft. Harry Collade. Die Musketen sind nun in Kappadokia, wo Manuel sein Heer stationiert hat. Und unsere Männer? Sind sie noch bei ihm? Evid. Sie geben uns Meldung, wenn die Byzantiner aufbrechen. Wir treffen sie dann später in Bursa. Nun fügt sich alles zusammen, Efendim. Evid. Endlich. So, okay, was muss ich jetzt? Ah, jetzt muss ich ihn eliminieren. Jetzt gehe ich gleich mit denen mit, weil irgendwie muss ich ja jetzt da nach oben kommen. Ich muss den ja von oben eliminieren. Ist nur die Frage, wo gehe ich hoch? Gehe ich mal zu Denno und gehe da wieder die Wand hoch. Keine Disziplin. Eltern verwöhnt.
Okay, das geht nicht. Ah, hier stehen ja extra Kisten. Das heißt, ich muss jetzt warten, bis der wieder zu mir gelaufen ist und wieder geht. Warst du nicht? Und dann, so, wenn der jetzt wieder zurückgeht. So, jetzt gehe ich die Kisten hoch. Der sieht mich. Das ist jetzt irgendwie Gasgeber. Gas, geh doch hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Okay, weil ganz rot ist der Fall nicht. Das heißt, der hat sich wieder ausgeklungen. Ah, sei doch du ruhig, komm, lass mich doch in Ruhe. So, hier rüber, zack, zack. Hier noch hoch, dass ich nämlich nochmal da rüberkomme. Oder soll ich hier gleich bleiben? Nee, das schaffe ich nicht. So. So, von hier aus wäre super. Jetzt habe ich ihn hier fokussiert. Wenn er dann noch wieder bei mir auf der Seite ist, dann springe ich nämlich auf ihn und kann einen Attentat machen. Nee, ich will den nicht. Ich will eigentlich den anderen. Jawohl. So. Nein. Kein. Zack. Ade. Ist das das Ergebnis von Süleymans Untersuchung? Ihr paktiert mit den Feinden des Sultans. Was dachtet ihr, was euch dieser Verrat einbringt? Es ist meine Schuld. Nicht der Verrat, nur Hochmut. Ich plante einen Hinterhalt. Ich wollte die Byzantiner angreifen, wenn sie sich sicher fühlen. Wie wollt ihr das beweisen? Seht, ihr... Es führt euch zu den Byzantinern in Kappadokia. Vernichtet sie, wenn ihr könnt. Ihr habt richtig gehandelt, Tarik. Vergebt mir. Beschützt meine Heimat, Assassine. Allah Ashkina. Stellt die Ehre wieder her, die wir verspielt haben. So, den Jahren Scharen entkommen. Okay, zack, zack. Ich muss jetzt hier weg. Weil klar, die wissen jetzt, dass ich falsch bin und nicht von denen bin. Jungs, lasst mich doch einfach durch. Zack, perfekt. Ihr lasst mich auch durch. Ach, Mann. Lass mich doch durch, ich entkomme eh. Zack, perfekt. Ich habe ihn jetzt zwar nicht getötet, aber das muss ich ja auch nicht. Ich muss hier einfach nur durchkommen. So, jetzt tue ich klettern am besten. Weil ich muss sie jetzt ja im Prinzip bloß noch abwimmeln. Du, komm, sei doch du ruhig. Zack. Oh, ist schon wieder gelb. Das ist schon mal sehr gut. Aha, aber die klettern auch auf Dächer. Also das bringt mir nicht so arg viel. Weil ich wusste jetzt nicht, ob die auch auf die Dächer kommen oder nicht. Ja, ich muss wieder fliehen. Die haben mich wieder gesehen. Aber ich habe halt erst gedacht, die kommen gar nicht auf die Dächer drauf. Und dann wäre das nämlich das Allerbeste gewesen. Boah, aber schnell ist er auch. So, zack, gehen wir da wieder rüber. Er wird uns nicht entwischen. Ja, ich merke schon, das wird ein richtiger Kampf, hier zu entkommen. So, dann da hoch. Ich muss doch irgendwie mal das hinbekommen, dass ich da entkommen kann, also. Das ist ja... Sollte ja irgendwie möglich sein. Zack.
euch in Sicherheit. Aber die blöde Janitscharis sind überall. Lass mich leben. So, und jetzt sind ja eigentlich, ich höre jetzt niemand mehr in meiner Umgebung. Aber ich bin halt immer noch entdeckt. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Weil es sieht mich ja niemand mehr, die wissen ja jetzt gar nicht, wo ich bin. Ich verschwinde von hier. Ich muss meinen Onkel besuchen. Nein, doch, jetzt ist wieder einer da. Aber jetzt geht doch alle weg. Geht einfach aus dem Weg und alles wird gut. Gehen wir jetzt hier wieder hoch. Ja, keine Ahnung. Ja, okay, das war jetzt gar nicht so schlau. Jetzt muss ich Gesundheit nehmen, Medizin, zack. Noch, geht doch weg. Ich muss weg hier. Es sind aber, glaube ich, weniger geworden. Na, vier Pfeile. Ich weiß nicht, was wir fürs vorher waren. Oder ob das jetzt bloß so aussieht. Sind sie wieder bei mir? Oh je. Aber ich würde jetzt sagen, weil das, was ich jetzt mache, ist eh bloß noch entkomme. Das heißt, mehr mache ich in dem Video jetzt eh nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, wir belassen es jetzt hierbei. Und ich schaue, dass ich noch irgendwie entkommen kann. Bloß das ist gar nicht so einfach. Jetzt will der auch noch kämpfen, oder was? Ja, komm, dann komm doch her. Dich töte ich noch. Die Leute dürfen noch sehen, wie du stirbst. Ein Hoch auf unsere Büsche. Aha, der tut sich komplett wehren. Ja, jetzt komm noch her. Du ziehst den Kürzeren. Ich weiß jetzt gar nicht, warum wir hier so Spielchen machen. Das bringt dir einfach gar nichts. Elegant und schonungslos. Der Stolz unseres Reiches. Lebe hoch! Ja, jetzt komm noch. Block doch nicht so viel. Ehre, den großen Janitscharen. Es bringt dir doch gar nichts. Bloß sie kann halt schon nichts anderes machen irgendwie. Der blockt alles. Aber komplett alles. Ja, muss ich halt weiter wegrennen. Aber trotzdem, danke fürs Zuschauen. Liken, kommentieren nicht vergessen. Und die Glocke aktivieren, dass du kein Video mehr verpasst. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.